Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben so eine Scheiße gebaut. Beziehungsweise Player hat Scheiße gebaut. Hey! Okay, dann erzähl ich eben weiter. Ich bin zwar jetzt total... Aber das ist nicht schlimm. Ich tue mal so, als hätte ich gute Laune, wie immer, wenn ich aufnehme. Und erkläre es euch ganz kurz und im Groben, denn ich habe keine Lust, jetzt seit ewig euch den Startbildschirm zu zeigen und euch mein Gelaber hören zu lassen. Nämlich, ihr habt vielleicht festgestellt, gestern Samstag, für uns... Ach, gestern Samstag habt ihr festgestellt, dass doch irgendwas mit der Folge nicht gestimmt hat und dass da doch ein Teil fehlt. Ja, kann daran liegen, dass Müllheimer unsere Aufnahme gefressen hat und wir den nicht wiederherstellen können, was bedeutet, etwas fehlt. Das ist aber nicht schlimm, das war nämlich nur nicht viel, nur... ich versuche es jetzt euch grob zu erklären. Ich habe gesagt, wir haben Besuch, der schon lange nicht mehr da war und das ist Gast. Mhm. Das habt ihr aber, glaube ich, schon gemerkt, dass sie jetzt da ist. Und wir waren in der Chöre. Ja, genau. Haben wir rumgeballert. Ja, zuerst haben wir geschlichen, hat aber nicht viel gebracht, also haben wir rumgeballert. Und dann haben wir einen Geheimgang gefunden, hinter einem Fass. Im Keller, Weinkeller. Und dann runter und dann haben wir Ash gefunden. Den haben wir schon in der zweiten Folge gefunden, das heißt, das wissen die schon, dass wir den gefunden okay. haben. Okay. Obwohl, ja, ich glaube schon, dass ihr es wisst, ich weiß es nicht. Nein, ihr wisst es nicht, wir haben so einen Typ gefunden. Aber, ach egal. Ich erkläre es euch mal kurz im Groben. Also Kirche, kleiner Flur, Typen abgeknallert, Treppen hoch, Typen abgeknallert, Treppen runter, nochmal Treppen runter, Weinkeller, hinterm Fass, Geheimgang, rumgelaufen, durch Höhle. Ich mache lauter Handzeichen, obwohl die es nicht sehen können. Naja, rumgelaufen durch eine kleine unterirdische Höhle und dann ab da wisst ihr, wo alles... Ja, ja, danke, Gast. Ab da wisst ihr, was alles geschehen ist und tut uns wirklich leid, dass ein Teil der Aufnahme fehlt. Hoffentlich könnt ihr uns vergeben, aber lässt sich halt jetzt nichts mehr ändern. Und ja. Wir haben diesen Teil schon mal aufgenommen, doch dann war die Post da. Genau, das wollten wir euch auch noch erzählen. Das kannst du erzählen, während ich jetzt halt das Spiel spiele, denn mal im Ernst, Leute, wer will schon den Ladebildschirm sehen? Wir sind hier wegen dem Spiel. Deswegen ist mich noch mehr ärgert, dass ein Teil fehlt, aber kann man nichts machen. Also, es liegt daran, Player und ich haben schon angefangen uns zu entschuldigen, hatten die ganze Kacke auch schon im Kasten und wollten dann anfangen zu spielen. Dann hat der Hund gebellt, dann hat die Tür geklingelt und es war aus. Dann war die Post da. Die Post, alles die Schuld von der Post. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschrien, das hat mich aufgeregt, denn... Und das Fenster war noch offen, das heißt, die Postbotin hat es wahrscheinlich gehört. Ich hoffe, die hat es gehört. Jedenfalls, mich hat das wirklich aufgeregt und ich tue jetzt nur so, als hätte ich gute Laune. Eigentlich bin ich innerlich so richtig... Zündet alles an! Nein, nein. Sie hat ganz laut geschrien. Ja, mehrmals. Sie sind jetzt fort. Ich kann sie gehen lassen, aber beantworten Sie bitte meine Fragen. Nein. Wir haben einen Teil der Aufnahme verloren. Das hat mich schon ziemlich wütend gemacht. Wir konnten den Teil der Aufnahmen nicht wiederherstellen. Das hat mich noch mehr wütend gemacht. Dann haben wir nochmal versucht, aufzunehmen und zu entschuldigen. Auf einmal kommt die Post. Sagen Sie mir, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. Ich bin gespannt, was jetzt noch dazwischen kommt. Ich hoffe, es kommt nichts mehr dazwischen. Tut uns echt leid, Leute, dass jetzt dieser Teil fehlt, aber... Wir können das wirklich nicht mehr ändern. Wenn irgendwas noch dazwischen kommt, lassen wir die Kacke eben drin oder wir müssen alles von vorne anfangen. Ich hoffe, ihr sagt nichts Falsches. Dafür habe ich mal wieder einen Zettel mit Player und Gast drauf geschrieben. Ich habe mich schon um sie gekümmert. Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Jedenfalls, bitte seid nicht ganz so sauer, dass wir den Teil der Aufnahme verloren haben und ihn euch nicht mehr zeigen können, was da passiert ist. Aber wir haben euch ja grob erzählt, was da passiert ist. Sicher. Schön. Wo soll ich anfangen? Keine Ahnung, aber jetzt, was können Sie mir über den Sarkophag sagen? Wie wäre es mit dieser Type, mit dem wir uns unterhalten, ist der Geschichtslehrer? Genau, ein Geschichtslehrer. Und er hat die Stimme eines Bekannten. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht war dieser Bekannte auch der Synchronsprecher. Ich bin gerade ein bisschen wütend, weil das ist schon blöd. Und ich habe halt Angst, dass ihr jetzt sauer auf mich seid. Ich habe immer Angst davor, dass ihr wütend auf mich seid. Nur weiter. Ich denke, sie sind nicht wütend auf uns, oder? Bitte. Oder? Ich weiß noch, was für ein... die Kommentare habe ich zwar mittlerweile entfernt, nur die extrem, nicht alle. Aber ich habe das Wort
Giovanni immer falsch ausgesprochen. Ich glaube, ich spreche es jetzt nur weiter. Immer noch total falsch aus. Giovanni. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ich weiß nicht mal, ob wir es jetzt beide gerade richtig gesagt haben. Aber ich habe davor immer Giovanni gesagt. Und jetzt habe ich halt... Da gab es schon ein, zwei Kommentare, die haben mich ein bisschen beleidigt, was das angeht, und schon richtig geschimpft. Fahren Sie fort. Weil ich diese zwei Kommentare entfernt habe. Dann hat mich einer noch freundlich darauf hingewiesen. Diese Person habe ich auch gelassen. Übrigens, falls diese Person das sieht, fühl dich angesprochen. Du bist ein super Mensch. Ein echt super Mensch. Du hast es mir ganz nett gesagt. Und ich habe auch geschaut, dass ich das verbessere. Habe nicht mit Giovanni, sondern Giovanni oder ich weiß immer noch nicht, wie man es sagt, ausgesprochen. Also, und? Wie gesagt, wenn die Leute das ganz nett zu mir sagen und nicht gleich kommen mit, ey, du blöde Kuh, was übrigens wirklich so war, bloß ist, wie sagt er, nicht blöde Kuh, sondern blöde Piep, ne? Sind Sie sicher? Jedenfalls habe ich die Person, die so nett war, fühl dich angesprochen, wenn du das siehst. Du bist ein super Mensch, du hast super nett zu mir gesagt, dass ich was falsch ausspreche. War auch voll in Ordnung. Ist nicht schlimm, wenn ihr mich korrigiert. Kann ja, jeder macht ja mal Fehler. Sogar Gast. Früher insbesondere. Sie haben sie mit einem Vampir verglichen, aus welchem Grund? Schönes Wetter heute. Ja, das Wetter ist wunderschön und ich habe trotzdem totalen Anfall gekriegt, gerade eben. Meine Tabletten. Zink-Kobotat. Die schmecken scheiße. Und? Ich weiß nicht, ich frage jetzt mal die Zuschauer da draußen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr den Geschmack von Zink? Super eklig, sag ich euch gleich. Super eklig und kombiniert das nie, aber auch nie mit Magnesium. Wir haben Zinksalbe. Die Salbe isst du aber nicht, so gut wie ich weiß. Und welche? Du kennst mich noch nicht. Du willst mir nicht ein Ernstes erzählen, dass du Salbe gegessen hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gedacht, es wäre Butter und habe es als Brotaufstrich verwendet. Willst du mich verarschen? Es hat gut geschmeckt. Ich kenne dieses Ding, was neben mir sitzt, nicht. Du bist eine echte Lady. Frisst Salbe. Also hat Messerach, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, menschliches Blut getrunken. Ich esse alles, was mir zwischen die Zähne kommt. Das habe ich gemerkt. Den Zettel da, ey. Player und Gast. Ausrufezeichen. Alias Beep und Beep und Beep und Beep und Beep und Beep. Obwohl, wie haben Sie den Sarkophag von Ankara gefunden? Obwohl das mit der ersten Aufnahme, die, wo wir verloren haben, die Mülleimer gefressen hat, ist eigentlich nicht allzu schlimm, dass wir sie verloren haben. Denn Gast hat angefangen zu singen und da habe ich auch schon so gesagt, scheiße, geh mal. Also es hat auch etwas Positives an sich und wir müssen das Positive sehen. Genau. Es ist zwar super ärgerlich und ich finde das auch echt blöd, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber wir müssen das positiv sehen. Wir wissen immer, ob sie haben mein Interesse, fahren Sie fort. Wir müssen das so positiv sehen im Sinne von, jetzt habt ihr einen weiteren Grund, euch das Spiel selbst zu kaufen. Um zu schauen, was da fehlt. Okay, nein, das ist gemein. Ihr müsst es euch nicht kaufen. Es sei denn, ihr wollt es. Glauben Sie wirklich, Messerach wäre in diesem Sarkophag oder wie auch immer der ausgesprochen wird? Wie wird er ausgesprochen? Du musst ihn jetzt als nächstes lesen. Was? Messerach. Messer und dann Ach. Messerach. Messerach. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ich habe wirklich null Schimmer. Messerach. Soll das sein Name sein? Ja. Messerach. Sag mir doch Messerach. Was wissen Sie sonst noch über Vampire? Not much, really. I'm an archaeologist, not a mythologist. But I do. Oh yeah, jetzt kommt noch Religion ins Spiel. Super! Voll mein Ding. Da fällt mir ein, wir haben neulich einen Film in der Religion geschaut und da hieß er Mam und da hieß ein Junge Yakul. Und immer wenn jemand sagt Yakul, dann denke ich immer an den Film. Wie bringt man den Sarkophag dazu, sich zu öffnen? Also, wenn es um Religion geht, dann wandert immer noch die Fliege durch meinen Kopf. Tut mir leid, aber ich weiß so wenig drüber. Aber im Gegensatz, aber Gast weiß eine Menge über Religion. Echt? Weiß ich das? Ja, du bist katholisch, also.
Ein Schlüssel, natürlich haben sie ihn. Gast hat soeben Nein geschrien und auf den Tisch geschlagen. Danke für deinen Beitrag. Du sollst doch nicht verraten, welche Religion ich angehöre. Was ist denn daran so schlimm? Bloß weil die wissen, welche Religion du hast, heißt das auch noch lange nicht, dass sie nicht wissen, auf einmal, wer du bist. Ja, sie können mich einschränken auf alle Personen, die eine Kackstimme haben. Haben sie einen nachgemachten Zweitschlüssel? Und ich mag deine Stimme, die ist nicht kacke. Meine ist kacke. Wenn sie auch genommen wird, ist sie extra kacke. Meine auch. Und dafür ich katholisch bin, und das schränkt schon mal so einen Rahmen ein. Aber solange sie nicht den echten Namen haben, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und dass ich einen Bekannten habe, der ein Geschichtsfreaker ist. Sie zeigte gerade mit dem Finger auf den Bildschirm vom Computer. Na schön, ich befreie sie. In der Nähe liegt ein Boot. Damit können wir fliehen. Ja, cool. Unsere Religionlehrerin und unser Geschichtslehrer. Der Geschichtslehrer ist im Spiel, die Religionlehrerin sitzt links von mir. Kein Problem. Ja, cool, wir haben gekommen. Aber ich habe ja auch nicht ja gesagt. Dann heißt sein Bruder eben ja cool. Oh nein, er lebt. Scheiße! Er lebt! Was hat er in der Hand? Ein Sprengkörper! Nein! Und wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Ja, wohin denn? Das Spiel stürzt uns ab. Geil. Wohin denn? Keine Ahnung, Hauptsache raus! Wir werden sterben. Wo ist dieser Typ? Da ist dieser Typ. Du bist echt langsam, Typ. Dr. Johansen. Was war denn deine Mission hier? Meine Mission war, diesen Dr. Johansen zu retten. Und hast du ihn gerettet? Der läuft doch gerade hinter Watcher her. Wow. Naja, gerettet haben wir ihn erst, wenn wir aus diesem scheiß Ort geflüchtet sind. Der kurz davor ist zu explodieren, nur mal so nebenbei. Der sollte sich mal beeilen. Der ist ein alter Sack, er ist also langsam. Tragen wir ihn. Ich will ihn doch nicht tragen, der hat nur einen Bademantel an, der ist darunter nackt. Gast, denk immer an die GEMA, wenn du das machst. Warte, ich muss die Geräusche hören. Warum musst du die Geräusche haben? Wir werden jeden Moment verrecken, du! Ich will Explosion hören. Wirst du aber nicht, wir werden es zum Boot schaffen. Lauf, Watcher, lauf! Geh zum Boot! Ich hab eine Abkürzung genommen. Ja! Ein Boot? Ja, da ist ein Boot. Im Wasser. Und gerettet. Der Typ muss noch mit rein. Dr. Janssen, kommen Sie. Geschafft. Hast du es geschafft? Wir haben es geschafft. Roger hat es geschafft. Oh mein Gott. Trotz fehlender Aufnahme. Ja! Und das war die Hauptquest, wohlgemerkt. Momentan haben wir eh nichts Besseres zu tun, außer die Hauptquest, was eigentlich gut ist. Sieht man, wie die Höhle gesprengt wird? Nein. Nein, wären wir doch nur da geblieben. Du willst, dass Watcher stirbt. Ich will die Explosion sehen. Und hören. Und fühlen. Okay, fühlen eher weniger. Du willst, dass Watcher stirbt. Nein. Code an alle Zuschauer. 1, 2, 3. Gast ist ein Feind. Das habe ich nicht gesagt. Gast ist ein Feind. Sie will, dass Watcher stirbt. Sie will, dass Watcher... Ach du Scheiße, was ist denn hier eigentlich passiert? Es ist explodiert. Es ist Code 1, 2, 3. Scheiße, die Bullen. Nimm das Auto mit. Watcher will das Auto nicht mitnehmen. Schau mal hoch, was passiert ist. Stimmt, das kommt von da, aber da oben ist nichts passiert. Was bedeutet, wir müssen mit unserem Chefchen reden. Lacroix, was ist passiert? Vielleicht ist er tot. Oh ja, ich meine, oh nein, oh, wie schrecklich. Ja. Nein, der ist ein Vampir, der stirbt nicht so schnell. Doch, wenn er verbrennt. Stimmt. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Lauter tote Menschen. Player war da. Ja, gestern. Was zur Hölle? Oh cool, wir können mit den Leichen spielen. Ist verbrannt. Können wir den Leichen spielen? Okay, ich lass das lieber sein. Jeder weiß, wenn ich mit einer Leiche spiele, dann dauert es nicht lange, bis wir da stecken bleiben. Und also wenn das nicht aussagekräftig ist, dann weiß ich auch nicht. Ich denke, er ist einfach... Wir können den Aufzug nicht benutzen, das ist schlecht. Dann benutzen wir eben die Treppe. Wir können die Treppe nicht benutzen, das ist ebenfalls schlecht. Wir müssen doch zu unserem geliebten Chef. Verdammt, wo sollen wir jetzt dorthin? Vielleicht müssen wir wieder warten, bis der Aufzug kommt. Du weißt schon, es hat ja mal so ewig lang gedauert. Warte, vielleicht ist hier ein Schalter? Nein. Jetzt, wir müssen doch irgendwie... Ey,
Mal Leichen über Leichen müssen wir. Drück mal alle Aufzüge. Nein, ich kann sie nicht drücken, das ist es ja. Boah, ich hänge wieder an den Leichen. Da, siehst du, ich kann die nicht drücken. Dir ist was runtergefallen. Und da kann man nicht entlang. Warum nicht? Logbuch? Hm. Berichten Sie den Prinzen, da. Oh, wir können den Prinzen nicht berichten. Warum nicht? Ja, toll. Was jetzt? Hier sind überall Einschusslöcher. Ich gehe mal kurz raus. Und... mein Hals tut weh. Warum lachst du? Ich weiß es auch nicht. So, um 100. Was ist das Soziale? Was? Diese Sachen. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind vom Dach runtergeschossen worden. Ich hab Schluck auf. Trink was, du hast doch dein Glas mit Eis. Das war das Glas, was ihr gerade gehört habt. Da, wir kommen hier immer noch nicht. Das ist irgendwie komisch. Wir müssen doch zu unserem Chefchen. Warum können wir nicht? Ah, jetzt können wir! Also, das war jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Also, Penthouse. Reden wir mal zuerst mit Beckett. You can always count on the Sabbat to do the wrong thing for the right reasons. They're reckless, but they don't normally try to attract this much attention. This carelessness warrants observation. I hope it doesn't become pandemic. Der Sabbat? Was? Ich nehme an, ich sollte erstmal mit dem Prinzen reden. Bin gleich wieder da. Okay, bevor wir mit dem Prinzen gehen, reden, denn ich glaube, das sorgt dann dafür, dass die Hauptquest weitergeht, gehen wir nochmal unser Blut nachfüllen, und zwar bei unserer Golin, der Hedda. Ne? So. Oh, die Folge ist gleich rum. Schade. Oder machen wir Überlänge? Ja. Als Entschädigung, dass die Folge gelöscht ist. Mhm. Tut uns nochmal sehr leid. Mach mal nur 5 Minuten Überlänge, sonst wird es zu viel. Und ich kann es nicht mehr hochladen. Da sogar Mülleimer entschuldigt sich, weil er die Aufnahme gefressen hat. Entschuldigung. Mülleimer hat keine Stimme. Okay, dann ist er eben stumm. Er sagt nur Entschuldigung, indem er grau ist. Er ist doch grau, oder? Ja. Kann man so sagen. Oder schmutziges Weiß. Oder übertrieben helles Schwarz. Wir nehmen grau. Okay. Da müssen wir auch nur unser Geld abholen. Und Mülleimer! So. Ich habe Mülleimer schon echt vermisst. Der hat mir echt gefehlt. Die Kirche war so schrecklich. Nein, das war ja nicht mal die Kirche, das war ein Kloster, stimmt, ich erinnere mich. Das Kloster war so schrecklich. Und das alles voller Vampirjäger. Die und jetzt tot sind. Und das Gebäude ist gesprengt. Und Grünfeldbach ist, wenn ich mich nicht störe, oder besser gesagt war, der hat sich ja die Luft jetzt gesprengt, der war Deutscher. Echt? Mhm, denn wenn bei der Miss Good Bloodlines haben die jetzt einen deutschen Charakter. Und das war Grünfeldbach, der jetzt tot ist. Es war Grünfeldbach. Hm? Wir laufen im Aufzug. Dein Apartment. Hedda! Red mit mir. I had a dream this afternoon. You were in it. You were stroking my hair, telling me you loved me. And then, in the next instant, you were gone. And I was alone, and I cried okay, out to you, but verrückt. You wouldn't answer. Sie hat übertrieben viel Make-up. Ich habe ihr gesagt, sie soll so viel Make-up machen. Ich würde dich niemals verlassen, liebste Hedda. Komm, sei nur mal ein bisschen nett zu ihr. Die hat eine Menge durchgemacht. Ich könnte mir niemals vergeben, wenn... Jetzt wenn die dir Vampire etwas passiert würde. Love Story. I got something for you. Vampire Damascus Bloodlines. Alter, bring die Zuschauer bloß nicht auf Fanfictions zwischen Hedda und Watcher. Das hast du jetzt angedeutet. Ach, die hat uns ein Geschenk gegeben, wie cool. Es ist wunderschön, vielen Dank, Hedda. Das gefällt mir sehr. Heather.
think of me when you wear it. Das werde ich. Doch bevor ich gehe, könntest du da vielleicht... Watcher ist echt gemein. Wow. Du darfst sie nicht ganz aussaugen. Ja. Ah, ich stehe in der Theke. Doch nicht. So, was hat sie uns gegeben? Körperpanzer. Oh mein Gott, wir lieben Hertha. Aber jetzt haben wir geschickt minus 2. Lass dich mal ansehen. Ja, wir schauen noch aus wie davor. Aber zuerst, warte mal. Rüste dich doch auf. Aus. Nein, ich will eine neue Fähigkeit haben. Aber schau, so sehen wir jetzt halt aus. Das Problem ist, wie du oben links sehen kannst, haben wir geschickt minus... Aber ich will trotzdem... Weil geschickt minus 2. Kleidung. Warte. Geschickt. Wo ist geschickt? Player. Was ist? Entschuldigung. Dann sehen wir die Kleidung. Ja, die habe ich dir doch gerade gezeigt. Hier. Das ist noch dieselbe wie die alte. Die hat nur einen besseren Panzer. Oh. So, jetzt gehen wir zum Prinzen und reden mit ihm. Wir haben ja noch 4 Minuten. Wir haben gesagt, wir machen Überlegungen, also nicht mehr. Wofür steht eigentlich das G? Geschoss. In Englisch, oder bitte. Go. Weil ich weiß, dass MPH für Penthouse steht, aber wofür G steht, keine Ahnung. Sagen wir einfach Go. Ready, set, go. Normalerweise würde ich jetzt kommen mit meinem kein Englisch, aber das Spiel ist zur Hälfte auf Englisch, also macht das wenig Sinn. Mhm. So, wir nehmen Mülleimer mit zu Lacroix. Mülleimer. Gut. Und jetzt können wir in den Mülleimer sogar reingucken. Das ist doch schön. Oh mein Gott, von innen ist er ja noch schöner. Hey, mein Mülleimer, du hast Einkaufswagen. Oder? Willst du Einkaufswagen haben? Ja, immer noch besser als der mit dem Ring. Der jetzt selber tot ist. Der lebt noch. Echt? Mhm. Yay! Den siehst du nur nie wieder, im ganzen Spiel nicht. Aber er lebt noch. Ich habe meine Socke kaputt gemacht. Das hat jetzt jeden interessiert. Sag es dem ganzen Internet. Sag es unserer ganzen Community. Sag es den ganzen 1139 Abonnenten. Wenn ich mich daran erinnern kann, werde ich es nochmal in die Kommentare schreiben. Oh Gott. Hey, dann weiß ja jeder, wie du in echt heißt. Oh, dann werde ich es nicht in die Kommentare schreiben. Ja... Der YouTube-Kanal von Gast hat ihren echten Namen. Mein Spitzler. Stimmt. Aber es ist auch dein Name. Mhm, jeder nennt mich so. With whom do they think they're dealing? Attack me in my... Unsere Chefin ist, glaube ich, wütend. Oh nein. They've shown their weakness. Das war die Socke. Leg das doch nicht... Wer war das? The Sabbat. Pack of shovelheads with cheap pistols was all they could muster. Irgendwann hast du dann noch. Two got a few stories up. Irgendwann hast du dann noch. I took care of them. And my sheriff brought the rest of deine Mutter. Und die Zuschauer kannst bestätigen. Mama. Oh Gott. Mama. Nicht schon wieder. Au! Sorry. Oh nein Gott, das tut mir leid. Ein Sabbatangriff, aber warum? Das tut mir leid. Und du fährst es noch an. Oh mein Gott, das tut mir jetzt leid. Aha. Soll ich dir einen Verband rumwickeln? Also, ob das was ändern würde. Vielleicht. Die Zuschauer haben gerade große Fragezeichen über ihrem Kopf. Ich habe dann, ich sag mal, eine Wunde im Ohr und Gast ist dagegen gekommen. Die Folge. Sie trinken vom Blut anderer Vampire? Komm, wir machen das Gespräch noch zu Ende. Okay. Das sind wir unseren Zuschauern schuldig. Danach werdet ihr mich für eine lange Zeit nicht mehr. Tut mir leid. Hör auf mit meinem Zeug rumzuspielen. Du hast das schon bei meinem alten Rechner weggemacht und dann hatte ich ein echt scheiß großes Problem. Weißt du noch? Nein. Das kann ich dir gleich erzählen. Für alle Zuschauer da draußen, es geht um ein Etikett, der an meinem Rechner hängt, der dafür sorgt, dass, falls mein Computer mal kaputt geht, ich ihn reparieren lassen kann. Aber wenn das Etikett weg ist, kann ich ihn nicht mehr reparieren lassen. Ich habe nur den Staub hier weggemacht.
Sie möchten, dass ich den Sabbat aussortiere? Das wäre mir ein Vergnügen. Oh fuck, ich hab den Sticker von meinem Laptop weggemacht. Oh, Glückwunsch. Oh, und der ist ein bisschen funky zurzeit. Glückwunsch! Aber er hat noch Garantie. Ja, immerhin. Das nützt mir aber ohne Sticker nichts. Genau. Hey, Leute, alle Zuschauer da draußen, ihr müsst jetzt in die Hände klatschen. Gast hat begriffen, wie schlecht es ist, wenn man irgendetwas abprobiert, ohne zu lesen, was das überhaupt ist. Ja! Ja, das habe ich. Das war ohne so ein Sticker von den Mitarbeitern, die da mitgearbeitet haben. Du weißt schon. Die verschollene Kiste, die auf der Dane war, ist der Schlüssel zum Sockerfach. So ein Sticker wie der oder der oder der oder der. Ich glaube, das war sogar dieser hier. Das ist kein Sticker. Das ist in meinem Bildschirm fest drin. Wir reden gerade über Marken. Aber ich hatte ihn als Sticker. Nein, das ist alles, was darf ich weiß. Vorlesen? Ich habe eine gute Nachricht. Bach ist tot. Nein, darfst du nicht, sonst ist das Schleichwerbung, du Nuss. Und ich hasse Schleichwerbung. Unser Chefin hat graue Augen. Das muss ich mir merken. Dann kann ich ihn in Sims nachstellen. Ein hübscher Chef. Nee. Nee. Der wäre doch was für dich. Na gut, das ist Franzose, aber... Nee. Alle Jäger, die meinen Pfad kreuzen, sind tot. Dasselbe gilt für den Sabbat. Sabbat must be wiped out. Hörst du bitte auf? Hör auf. Then, when you come back, du bist immer so unruhig, das mache ich nicht. Ich weiß, nicht. Ich kann nicht still sitzen. Okay. So, wir haben mit unserem Chefchen geredet, haben einen neuen Auftrag gekriegt. Lies ihn doch mal vor, Gast. Soll ich ihn vorlesen? Nein. Sturm auf das Hallowbrook Hotel. Der Prinz hat sie gebeten, den Anführer des Sabbat und Mitglieder desselben, die sich möglicherweise in den Weg stellen, zu töten. Ihr Hauptquartier ist im ausgebrannten Hallowbrook Hotel in Downtown Los Angeles. Und da gehen wir auch so gleich hin in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!